Hallo und herzlich willkommen zu Let's Read, einem hörspielähnlichen Format auf YouTube. Wir lesen heute das Buch Magic aus der Reihe Septimus Sieb von Angie Sage. Kapitel 1 – Ein Bündel im Schnee. Zum Schutz vor dem Schnee zog Silas Sieb seinen Umhang enger. Er hatte einen langen Fußmarsch durch den Wald hinter sich und war völlig durchgefroren. In seinen Taschen steckten die Kräuter, die ihm die Medizinfrau Galen für seinen jüngsten Sohn Septimus mitgegeben hatte. Septimus war am Morgen auf die Welt gekommen. Silas näherte sich der Burg. Zwischen den Bäumen konnte er bereits die flackernden Lichter der Kerzen sehen, die man in die Fenster der schmalen, hohen Häuser gestellte. Dicht ineinander gereiht lagen die Häuser hinter der Außenmauer. Heute war die längste Nacht des Jahres, und die Kerzen würden bis zum Morgengrauen brennen, um die Dunkelheit zu bannen. Silas liebte diesen Weg zur Burg. Bei Tage hatte er im Wald keine Angst und er freute sich an dem beschaulichen Spaziergang auf dem schmalen Pfad, der sich kilometerweit durch dichtes Gehölz schlängelte. Nun hatte er fast den Saum des Waldes erreicht. Die hohen Bäume traten zurück und als der Abstieg ins Tal begann, sah er die Burg ausgebreitet zu seinen Füßen liegen. Die alte Schutzmauer verlief dicht am Ufer des breiten, runden Flusses und umfasste im Zickzack die ineinander verschachtelten Häuser. Alle Häuser waren in leuchtenden Farben gestrichen, und diejenigen, die nach Westen blickten, sahen aus, als stünden sie in Flammen, als ihre Fenster die letzten Strahlen der Wintersonne einfingen. Ursprünglich war die Burg ein kleines Dorf gewesen. Wegen der Nähe zum Wald hatten die Bewohner eine hohe Mauer errichtet, um sich vor Wolverinnen, Hexen und Hexenmeistern zu schützen, die nichts dabei fanden, die Schafe und Hühner und gelegentlich auch ein Kind zu stehlen. Da immer mehr Häuser gebaut wurden, erweiterten sie die Mauer und hoben einen tiefen Burggraben aus, damit sich jeder sicher fühlen konnte. Bald lockte die Burg Handwerker aus anderen Dörfern an. Sie wuchs und gedieh, bis irgendwann der Platz knapp wurde und jemand beschloss, die an Wanden zu bauen. Die an Wanden, in denen Silas mit seiner Frau Sara und seinen Söhnen wohnte, waren ein riesiges Gebäude aus Stein, das sich 5 Kilometer weit am Flussufer entlang zog und dann wieder zur Burg zurückkehrte. Es war ein wahres Labyrinth aus vielen verschlungenen Korridoren und Räumen, erfüllt von geschäftigem Treiben mit kleinen Fabriken, Schulen und unzähligen Geschäften, Wohnungen, winzigen Dachgärten und sogar einem Theater. Überall herrschte drangvolle Enge, doch die Bewohner störte es nicht im geringsten. Man hatte immer Gesellschaft und vor allem jemanden, der mit den Kindern spielte. Silas beschleunigte seine Schritte, als die Wintersonne hinter den Mauern der Burg versank. Er musste am Nordtor sein, ehe es bei Einbruch der Nacht geschlossen und die Zugbrücke hochgezogen wurde. In diesem Augenblick spürte Silas etwas, ganz in der Nähe. Etwas, das lebte, aber nur gerade so. Er nahm den schwachen Herzschlag eines Menschen wahr. Er blieb stehen. Als gewöhnlicher Zauberer besaß er die Gabe, Dinge zu spüren. Da er aber kein besonders guter gewöhnlicher Zauberer war, musste er sich angestrengt konzentrieren. Er stand reglos da. Rings um ihn fiel Schnee in dichten Flocken und bedeckte bereits seine Fußstapfen. Und dann hörte er es. Ein Schniefen, ein Wimmern, ein leises Atmen. Er war sich nicht sicher, doch das genügte. Unter einem Busch am Wegrand lag ein Bündel. Silas hob es auf und zu seinem Erstaunen blickte er in die ernsten Augen eines kleinen Kindes. Er wiegte es in den Arm und fragte sich, wieso es in der kältesten Nacht des Jahres hier im Schnee lag. Es fror, obwohl es fest in eine dicke Wolldecke gewickelt war. Seine Lippen waren blau vor Kälte, und Schnee bestäubte seine Wimpern. Seine dunkelvioletten Augen sahen ihn aufmerksam an, und Silas hatte das ungute Gefühl, dass es in seinem kurzen Leben bereits Dinge gesehen hatte, die kein Kind sehen sollte. Er dachte an seine Sara, die es mit Septimus und den Jungen zu Hause warm und gemütlich hatte, und sagte sich, dass sie einfach Platz schaffen musste für ein zusätzliches Kind. Er schob das Bündel behutsam unter seinen blauen Zaubererumhang und lief, es an sich gedrückt, zum Burgtor. Er erreichte die Zugbrücke in dem Augenblick, als Gring, der Torwächter, nach dem Brückenjungen rufen wollte, damit er sie hochzog. »Das war knapp«, knurrte Gring. »Aber jetzt Zauberer habt, seid sowieso komische Leute. Ist mir schleierhaft, wie ihr an so einem Tag draußen verloren haben könntet.« »Ach.« Silas wollte möglichst schnell an Gring vorbei, aber zuerst musste er das Brückengeld bezahlen. Er fasste in die Hosentasche und drückte dem Wächter einen Silberpenny in die Hand. »Vielen Dank, Gring. Gute Nacht.« Gring beäugte den Penny wie einen ekligen Käfer. »Marcia Overstrand hat vorhin eine halbe Krone springen lassen, aber die hat eben Klasse jetzt, wo sie außergewöhnliche Zauberin ist.« »Was?«
Godzillas blieb fast die Luft weg. Jawohl, klasse hat sie! Gring trat beiseite, um Platz zu machen, und Silas schlüpfte vorbei. Am liebsten hätte er gefragt, wieso Marcia Overstrand plötzlich außergewöhnliche Zauberin war. Doch das Bündel unter seinem warmen Umhang begann sich zu regen, und in einer inneren Stimme sagte ihm, dass es besser wäre, wenn Gring nichts davon wüsste. Als er in den Tunnel einbog, der zu den Anwanden führte, trat eine hohe, in lila gekleidete Gestalt aus dem Dunkeln und versperrte ihm den Weg. »Marcia«, stieß er hervor, »was um alles in der...« »Erzähl keiner Menschenseele, was du sie gefunden hast. Sie ist deine leibliche Tochter, verstanden?« Silas nickte verdutzt, bevor er dazu kam, etwas zu sagen, war Marcia in einer schimmernden Wolke verschwunden. Völlig verdattert legte Silas den restlichen Weg durch die Ramblings zurück. Wer war dieses Kind? Was hatte Marcia mit ihm zu tun? Wieso war Marcia plötzlich außergewöhnliche Zauberin? Und als die große rote Tür vor ihm auftauchte, die in das bereits übergefüllte Zimmer der Familie Hieb führte, kam ihm eine weitere, dringlichere Frage in den Sinn. Was würde Sarah dazu sagen, dass sie noch ein Kind versorgen sollte? Silas blieb keine Zeit, darüber nachzudenken. In dem Augenblick, als er die Tür erreichte, flog sie auf. Eine dicke Frau in dunkelblauen Tracht einer Oberhebamme stürmte heraus und rannte ihn beinahe über den Haufen. Auch sie trug ein Bündel, nur war ihr Bündel von oben bis unten in Binden gewickelt. Sie trug es unter dem Arm wie ein Paket, das sie schleunigst zur Post bringen musste. »Tot!« krächzte die Oberhebamme mit rotem Kopf. Sie stieß Silas zur Seite und lief den Korridor hinunter. Im Zimmer schrie Sarah. Beklommenen Herzens ging Silas hinein. Sarah lag im Bett, umringt von 6 kleinen Jungen, alle Kleider bleich und verstört. »Sie hat ihn mitgenommen!« rief Sarah verzweifelt. »Septimus ist tot! Sie haben ihn mitgenommen!« In diesem Augenblick breitete sich von dem Bündel, das Silas noch unter seinem Umhang versteckt hielt, eine feuchte Wärme aus. Er wollte etwas sagen, doch er fand nicht die richtigen Worte. So zog er einfach das Bündel unter dem Arm hervor und legte es Sarah in die Arme. Sarah Hieb brach in Tränen aus.